Ja, herzlich willkommen meine Freunde hier zu Resident Evil HD Remaster, Folge Nummer 10. So, wir haben uns jetzt ja schon die zweite Maske geholt und jetzt wollte ich nochmal zum Speicherpunkt zu dem 1 zurückrennen, mir nochmal Speicherbuttons holen und dann wollen wir diese scheiß Pflanze auslöschen, die hier noch so rumkrekelt danach. Also, auf geht's. Da waren ja die Zombies drin. Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen gucken, ey, bevor ich das finde. Tut mir leid. So, hier nicht. Hier auch nicht. Also war das auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, Rabenbuddies können halt auch einen auch ärgern, wenn man was falsch macht, ne? Ist so. Nee, die Tür war das nicht. Ich such den anderen Speicherpunkt. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo der war, ey. Verdammte Scheiße, ey. Ja, und jetzt kommen wir gleich zu dem Speisesaal da draußen wieder raus. Fahr denn der mich jetzt mit total verblödet, ey? Okay, das war eine Fangfrage. Natürlich bin ich total verblödet. Muss ich mal überlegen, Alter, wo war denn der nun mal? Scheiße, ey. Wo war denn das nochmal? Ob ich jetzt. Alter. Ja, siehst du, es war doch in diesem Korridor. Also da rein, da rein, da oben hoch, dann da rein, dann da rein. Ja, und dann müsste es ja schon. Ja, also war es doch hier rein. Bloß hier ist ja dieser Korridor mit den Hunden und so ein Scheiß, ne? Und den ganzen Zombie-Dreck. Okay, dann, falls die Hunde jetzt auch rausgesprungen kommen, so wie die Zombies, habe ich jetzt wenigstens eine große Wumpe bei. Irgendwie kommen die nicht mehr, ne, die Hunde. Die kommen, glaube ich, nur, wenn du auf dem Rückmarsch hier reingehst. Genau, das war ja das Mittel, was ich mir jetzt holen wollte eigentlich. Oh, scheiße, die leben ja, die Typen. Na, wo ist er denn? Das sind ja mehrere, ne? Das ist ja das Problem, ey. Ja, was kommt die jetzt oder was? Was ist denn mit dem los? Warum hat er nicht reagiert? Oh, die reagieren gar nicht. So. Das war der nächste. Kommt der andere jetzt auch schon? Nö.
gezielt einfach zu hoch, ne? Sonst hätte man mich Headshot noch. Oh, ging. Sauber. Haben wir jetzt noch einen hier? Nö, sieht nicht danach aus. Da war das Klo, ne? Da wollten wir ja nicht hin auf dem Klo. Oh, Kamera. Sei doch mal my friend. So, mal. Jetzt muss ich erstmal die Karte gucken. Ja, durch die große Tür durch. Die auch gleich hinfällt, ne? Problem an der ganzen Sache. Ach, stimmt, hier war ja auch noch ein Köter. Oh ne, ich muss erstmal speichern, weil da konnte ich glaube ich diesen Button einsetzen, den ich ja noch habe. Okay, da, ja genau, und oben ist der Speicherbutton. Genau. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. So. Wo ist der lag doch da hinten irgendwo, der Speicherbutton. Ja, da ist er doch. Perfekt. So, dann speichern wir jetzt einmal gegen, damit wir endlich mal den Fortschritt mit dieser Maske abspeichern können. Fortschritt muss gewahrt werden. So, und dann werde ich mal in diese komische Tür, wo der Köder drin ist, da werde ich mir auch extra meine Shots annehmen für. Und dann als nächstes, wenn wir das erledigt haben, werde ich, sag schnell, werde ich diese olle Pflanze vergiften, damit wir die nächste Maske kriegen. Okay. So. Ja, Speicherbutton hatte ich ja gar keinen mehr, ne? Nee. Sag ich ja. Ich hatte keine Speicherbutton mehr. Den wollte ich nochmal mitnehmen. Ich wollte mal gucken, ob man den vielleicht noch irgendwie öffnen kann. Prüfen. Zack. Keine besonderen Merkmale, also kann man nicht öffnen, ne? Okay. Auch wenn ich nie aufs Schloss gucke, kann ich es nicht aufmachen. Okay. Gut, gut. Ja, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Leg den mal wieder zurück. In meine Heilgeschichten. So. Jetzt speichern wir das Ding durch. Mal speichern bitte. Ach. Muss ja auch mal ja drücken, ne? Dann speichert er auch. Was für ein Dulli ich schon wieder bin heute. So. Gespeichert. Schade, dass du. Na gut, das ist Teil 1. Da darf man sich nicht beschweren. Da darf man sich echt nicht beschweren. Ich hätte mir gern trotzdem gewünscht, dass man die Waffe nochmal finden könnte so, aber. Oder dass die Kanister nicht leer gehen, dass die endlos voll sind von mir aus. Weil so groß ist dieser Flachmann auch noch nicht, dass er so viel verballert. Aber okay. Oh nein. Oh, jetzt muss ich ja wieder außen rumrennen. Oh, diese Dreckstür, ey. Ich sag's dir. Okay. Gehen wir hier durch oder gehen wir da hinten durch? Gehen wir hier durch, ne? Oh nein, guck mal, der Türgriff ist auch kaputt. Geht doch gar nicht. Du kannst doch nur durch diese Tür. Nur durch diese Tür gehe ich ganz alleine und werde die Zombies jagen und gegen Köter kämpfen, bis sie nicht mehr zucken. Am Ende fackel ich sie einfach dann ab.
Wenn ich denn noch Bensen habe. Aber momentan sieht es halt nicht so aus. Alle beiden Kanister aufgebaut. Bisher habe ich auch noch keinen neuen gefunden. Gehen sie neue gefunden. Ja, dann habe ich jetzt ja alle Rüstungstüren offen. Dann bleibt mir ja nur noch... Oh, jetzt bin ich gespannt, ey, ob ich jetzt hier die Hunde durchkomme, ey. Okay. Sieht gut aus. Geh bloß nicht zurück, ey. Und dreh die Köder durch. Ich glaube, das ist wirklich so. Wenn du jetzt den Raum nochmal benutzen würdest, aber auf dem Rückweg, dann würden da die Zombies kommen. Okay, wir holen uns erstmal die Pflanze hier. Oh scheiße, ich hätte mal die Knarre rausholen sollen. Die Schotze. Die Schotze. So. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Aber so viel Rot. Ah, da war auch noch ein Benzinkanister. Du guck dir das mal an. Aber mich wundert, dass das die Hunde da rüberspringen. Das ist schon wieder ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Oh, fuck, ey. Jetzt bereue ich das, dass ich den Benzinkanister nicht mit habe. Ey, dann hätte ich die wenigstens schön abfackeln können. Die... Oh nein, ich gehe hier rein. Nicht reingehen, nicht reingehen. Das ist fatal. Nicht reingehen. Scheiße, wir können nur durch diese scheiß Zombie-Runde gehen, ey. Ich hoffe, dass sie nicht gleich aufspringen hier, ey. Verdammte Scheiße. Aber sie bleiben noch liegen, Gott sei Dank. Gut, sie bleiben noch liegen. Aber ich denke mal, in der nächsten Runde... Wenn ich da nochmal lang gehe, wird es das dann auch gewesen sein. Genau, zu dem Köder wollte ich ja. Ja, Köder bekämpfen. Köder, Köder, Köder. Na? Sag mal. Windwappen. Sie brauchen das. Kann ich das da nicht reinmachen? Nee. Oder? Ach, Shen, das krieg ich bestimmt von dem anderen Typ wieder hin. Okay. Dann ist das eigentlich denn nur ein Symbol für die Flügeltür, denke ich mal. Wo ja schon diese komischen Geräusche rauskamen. Bleib liegen, sag ich dir. Machen wir das jetzt mit der Pflanze und fertig ist der Schuh. Da habe ich schon wieder noch eine Pflanze fertig. Ich werde dich vergiften, du dreckiges Pflanzenmissvieh. Aber das war ja gar nicht hier. Nee, genau, hier war der Kamin. Den anderen Raum wieder suchen, ey, ist doch. Das war aber, glaube ich, auch mein Speicherpunkt. Kann das sein oder kann das sein? Ich kann mir heute gar nichts mehr merken. Voll schlimm. Voll schlimm, ey. Nee, hier war das auch nicht. Nee, hier war das nicht. Nee, muss woanders lang. Die Pflanze ist die doch ganz woanders. Gertrude, guck doch mal hin. Ja, Frage aber, war das jetzt hier, ne? Und zur Not renne ich wieder das ganze Haus ab. Ist mir scheißegal. Ne, hier ist das Zombie. Hier ist Rob Zombie.
Genau, das ist auch ein cooler Spitzname. Hey Rob. Rob Zombie, wie geht's? Okay. Ja, hier geht's ja nur zu den Speicherpunkten, ne? Die kriegen wir nie auf. Da geht's nach draußen. Warte mal. Warte. Warte. Hehehe. Ach, das ist da. Ja, ich weiß schon, wo das ist. Ja, habe ich mir schon gedacht. Genau das ist es. Okay, dann kannst du, glaube ich. Oh Mann, ey, das mit der Pflanze, ne? Jetzt, wo ich das Scheißmittel habe, dann finde ich die Scheißpflanze nicht. Das ist auch schon wieder witzig, ey. Witzig, witzig. Nein. Hier sind auch kaputte Scheiben, ne? Da könnte auch immer was durchkommen, glaube ich. Hier war es, ganz genau. Hier war es. Das wundert mich auch, wann die eigentlich mal durchkommen, ey. Wahrscheinlich, wenn ich das mit der Pflanze hier gemacht habe, kommen die durch. So, jetzt gibt's Saures, sag ich dir. Saures. Warte mal, ich muss erstmal nochmal testen, welcher Wasserhahn wohin geht. Ich glaube, das rote war die große Pflanze, ne? Rot war groß. Ja, rot war groß, sehr gut. Gut, dann können wir nämlich das jetzt vergiften. Friss das. Geil, ne? Sehr schön. Ja, das hatte ich nämlich noch in Erinnerung, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Aber hier ist nur grüne Pflanzen, ne? Ey, ohne Scheiß, nur grün. Na, da ist die Maske. Und der hat alles außer Augen. Genau. Gut, dann hätten wir jetzt schon die dritte Maske. Dann fehlt ja nur noch eine Maske. Und jetzt brechen die Zombies durch, ich sag's dir. Weil ich mir die Maske genommen habe. Weil ich so dreist war. Du? Ach, der ist schon tot. Sehr gut. Ich hab gewusst, dass sie kommen, sofern ich die Maske mir nehme. Wie kann ich denn auch so dreist sein und die Maske einfach nehmen? Mann, Mann, Mann. Was soll denn das? Ja. Gut, gut, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo die vierte Maske war, ey. Wahrscheinlich hinter diese komische Tür, wo ich noch nicht hinkomme. Okay, ich gehe erstmal zum Friedhof, würde ich sagen. Speichern brauche ich jetzt noch nicht. Ich will das erstmal abspeichern. Beziehungsweise erstmal die Maske aktivieren und dann abspeichern.
Apse Schab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 eichern. Ja, so sieht das aus. Ja, dann kann jetzt ja gleich unsere nächste Mission starten. Suchen nach dem. Meine Güte. Suchen nach dem. Nach den Schildschlüsseltüren. Kann es ja eigentlich auch nicht so viele geben. Halt, nicht vorbeilaufen. Jetzt kommt wieder die penetrante Uhr. Pong, pong, pong. Aber ich habe mal was vor. Bevor ich da oben, also bevor ich jetzt da oben zum Friedhof gehe, jetzt erstmal hier. Brauchen sie jetzt nicht. Warum nicht? Warum kann ich das da nicht anwenden drauf? Vielleicht habe ich nicht richtig hingeguckt. Das ist ja immer so die übliche Krankheit. Okay, hier nicht. Denn vielleicht hier? Auch nicht. Komisch, ne? Ja, aber was ist denn da drin zu sehen? In den Einbuchtungen gar nichts. Ne, geht nicht. Kannst nicht anwenden an diese Tür. Das ist noch ein bisschen komisch. Da weiß ich noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Und durch da. So, dann looken wir gleich mal auf die Maske. Ah, das müsste der ohne Augen sein. Der hier vorne müsste das eigentlich sein. Ja. Maske prüfen. Todesmaske. Eine Todesmaske ohne Augen. Ja, passt doch. Ja, alles klar, passt. Wie der Sack blutet von Mal zu Mal, ne? Boah, ich will nicht wissen, was da für ein Vieh drin ist, ey. Ich brauche bestimmt auch meinen Granatenwerfer für das Scheißteil, ey. Und ich lasse das auch noch frei. Ich blöd. Open that door. So, und jetzt gehen wir erstmal wieder speichern, würde ich sagen. Ja, da oben. Zack, 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 zack. Speicher that thing. Speicher it. Hey Rob. Rob Zombie am Start. Vom Body of Rob. So. Da brauchen wir nicht raus. Da unten ist mein Speicherpunkt.
Speicher-Button. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne, das war's mit der Folge 10.